So Leute, es geht weiter. Ihr seht schon, ich habe die letzten Tage ein bisschen weitergemacht. Der Rest der Ladefläche ist auch schon runter, habe ich jetzt nicht groß gefilmt. Außerdem habe ich, wie man sieht hier, schon mal ein bisschen was rausgetrennt. Ihr wisst ja, ich will gerne den Motorraum, also die Motorklappe nachher vergrößern, dass man hier einfach viel mehr Platz hat. Dass ich mir nachher hier eine schöne große Motorklappe bauen kann, die man dann nachher hochklappen kann. So mit den Motoren ja schön sieht, dass man überall schön rankommt, dass es einfach ja schicki wird. Ein bisschen mehr Show and Shine hier. Wie gesagt, jetzt muss der ganze Krempel hier noch raus, alles schick gemacht werden, alles abgeschliffen werden. Außerdem hier die ganzen Schweißpunkte, die ich hier aufgebohrt und aufgemeißelt habe. Das schleifen wir jetzt alles schön glatt. Dann habe ich mir solche CSD-Scheiben besorgt. Die sind mittlerweile sauteuer geworden. Damit kriegt man auf jeden Fall schön hier den Rost runtergeschliffen, ohne das Blech zu sehr anzugreifen. Viele haben es immer empfohlen, oh, hol dir doch solche CSD-Scheiben. Habe ich sonst auch immer gehabt. Ich habe jetzt in der letzten Zeit viel mit diesen Fächerscheiben gearbeitet, die natürlich auch ein bisschen mehr Blech runternehmen. Ist nicht so gut. Jetzt aber wieder CSD-Scheiben, aber Leute, die Dinger sind echt teuer geworden. Ich glaube, ein Baumarkt bezahlt so 4 Euro für eine so eine blöde Scheibe hier. Und die habe ich mir jetzt bestellt, 5 Stück. Die sind auch ruckzuck weg. Das ist nämlich das Problem bei der ganzen Sache. Also die lösen sich ruckzuck auf hier. Aber geben natürlich ein richtig geiles Ergebnis. Ihr seht auch schon, ich habe hier mal abgedeckt meinen Kompressor und Tank und so, dass hier nicht ganz so viel Dreck reinfliegt. So sieht es übrigens hier unter der Ladefläche hier vorne aus. Also wir haben natürlich auch fortgeschrittene Rost. Mal gucken, wie weit wir das runterkriegen, wie weit wir das nachher blank kriegen. Außerdem durch die Schweißpunkte haben wir jetzt hier so ein paar kleine Löcher in der Rückwand. Schleifen wir jetzt auf jeden Fall erstmal alles runter, den Rost, dann kommt die Rostwandler rauf und dann werden wir das alles schön mit Rostschutz einpinseln. Außerdem, Leute, gibt es ein kleines Werkstatt-Update, also für mich ist es ein großes Werkstatt-Update, denn ihr seht schon im Hintergrund ein Kompressor. Ich hatte nämlich letzte Woche Geburtstag und meine Frau und meine Familie haben alle zusammengelegt und mir das quasi zum Geburtstag geschenkt. Erleichtert mir die Arbeit in Zukunft auf jeden Fall enorm. Hab's noch nicht ausgepackt, ich baue das gleich alles zusammen und dann probieren wir das gleich mal aus. Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dem Video. Lasst mir wie immer gerne ein Like da auf dem Video. Wäre geil, wenn wir mal die 1500, ich glaube 1500 Likes sind immer so im Durchschnitt. Aber wenn wir mal so die 2000 knacken, das wäre mal was Feines, Leute. Also alle auf jeden Fall mal auf den Like-Button ballern. Und wenn ihr noch kein Abo habt, auf jeden Fall ein Abo da lassen, wenn euch der Content hier gefällt. Wenn ihr schon länger dabei seid und immer noch kein Abo habt, Leute. Würde mich freuen, unterstützt mich, auch Kommentare, Leute, das unterstützt einfach, pusht den Algorithmus ein bisschen von YouTube, rankt meine Videos ein bisschen höher, so kommen mehr Zuschauer dazu. Vielen Dank für euren Support. Jetzt geht's los mit dem Video, Schleifi Schleifi hier, Kompressor aufbauen. Bin gespannt, weil das ist auch ein Silent-Kompressor, der soll relativ leise sein. Deswegen schnacken wir nicht lang, reißen die Mucke an hier und dann wird erstmal hier weitergemacht, geschliffen, den Rest noch ausgebohrt, wie gesagt. Aber ihr seht's, let's go. Let's go. Sag ich nochmal let's go? Dann sagen wir nochmal let's go. Let's go und let's go und dann geht's los. Let's go. Ich habe jetzt erstmal die Schweißpunkte hier mit einer Fächerscheibe runtergeschliffen und jetzt den Rest, den restlichen Rost hier machen wir dann mit diesen CSD-Scheiben. Und hier diese Verstrebung, hier werde ich nochmal was reinschweißen, dass nachher die Platte, die hier oben drauf ist, hier wirklich aufsitzt und die hier reinkommt, auch auffliegt. Also ich werde mir hier nochmal eine Strebe, ich denke mal direkt hier drauf, so wie der untere Träger hier verläuft, so nochmal eine Strebe reinschweißen. Genau.
So, Kompressor ist auch aufgebaut. An der Stelle absolut keine bezahlte Werbung oder sonst irgendwas. Ich wollte einfach mal ein bisschen flexen hier, was ich jetzt Neues habe hier. Nee, auf jeden Fall funktioniert alles. Ich habe schon mal ausprobiert, Schläuche passen auch. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass es nicht passt wegen ein Viertel, Dreiviertel Zoll, keine Ahnung. Ich habe da keine Ahnung von. Das ist mein erster richtiger Kompressor hier. Auf jeden Fall hier 69 Dezibel. Ich meine, man hört ihn natürlich, ne? Aber er ist jetzt nicht so laut wie diese ganzen Billigdinger. Also wirklich vollkommen ausreichend, bin sehr zufrieden. Bis jetzt. Was ich jetzt aber mit euch ausprobieren wollte, ist hier diese Sandstrahlpistole von Temu. Konnten wir im letzten Video nicht ausprobieren. Würde ich gerne mal machen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Viele haben es mir abgeraten, mit der Sandstrahlpistole hier was zu machen. Einige haben geschrieben, klar, mit Kleinigkeiten kannst du damit machen. Ist auch nur dafür gedacht eigentlich. Damit ich besser so ein bisschen in die Ecken reinkomme. Aber das ist halt eine Riesensauerei. Du hast überall den Strahlgut dann rumfliegen. Überall in den Ritzen drin und hast du nicht gesehen. Aber dennoch würde ich das gerne einfach mal ausprobieren. Ich habe es euch versprochen, dass wir das testen. Das machen wir jetzt und bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Let's go. Bisschen Strahlgut habe ich da. Let's go. Ach Leute, wie bekanntlich, ne? Irgendwas ist immer. Leider passt der Anschluss hier gar nicht. Also ich kann ihn zwar reindrücken, aber ihr seht, irgendwie ist das ein anderes Maß. Ne? Bringt mir leider gar nichts. Ja, irgendwas ist immer. Kann ich also leider nicht testen oder ich muss mir nochmal so einen Anschluss besorgen, hier einen passenden. Aber ich habe ja noch eine andere. Und zwar die hier. Deswegen hätte ich auch Strahlgut da gehabt, weil hier schon Strahlgut drin ist. Somit können wir die einfach mal ausprobieren. Ich sehe gerade, die ist von Parkside. Die habe ich nämlich mal von meinem Papa geschenkt bekommen. Und probieren wir die einfach mal aus. Müsste doch eigentlich hier... Oh, das sieht doch schon ganz anders aus. Das passt auf jeden Fall. Und jetzt bin ich gespannt, wie gut das mit der hier funktioniert. Natürlich einen viel größeren Tank hier. Aber interessant wäre es gewesen. Entweder hole ich mir wirklich nochmal einen Anschluss hierfür. Mal schauen. Ey, das geht gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich glaube, da bräuchte man eigentlich eine Maske. Wäre vielleicht besser. Aber so zum Testen geht es jetzt erstmal so. Okay, auf jeden Fall kriegt man da ordentlich was in die Fresse bei. Aber funktioniert gut. Also jetzt gehen Props raus, nicht an Temu, sondern an Parkside. Also coole Pistole. Wie gesagt, das nimmt man auch nur wirklich, um in die Ecken reinzukommen. Für sowas jetzt hier, und dafür werde ich jetzt auch nehmen. Die großen Flächen hier kriegt man ja gut mit der Scheibe eigentlich blank. Nee, aber funktioniert. Kompressor funktioniert auch. Bin zufrieden. Kann jetzt also weitergehen. Kompressor, wenn ihr Bock habt, verlinke ich euch den in der Videobeschreibung, gibt es bei Amazon. Wenn ihr den über meinen Link kauft, kriege ich ein bisschen was ab. Ist für euch aber nicht teurer, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt und sowieso einen sucht, gerne abchecken. Link in der Videobeschreibung, Leute. Ich mache jetzt hier weiter, alles blank machen und dann, wie gesagt, Rostumwandler drauf, Grundierung drauf, Farbe drauf, damit das hier alles schick wird. Ist noch ein bisschen Arbeit. Let's go. So Leute, jetzt bin ich gespannt, denn wir haben Post. Ey, wie viele Leute haben mir geschrieben, hol dir unbedingt einen Nadelentroster. Viele haben es mir empfohlen. Und jetzt habe ich mir so ein Ding endlich mal bestellt. So. Das funktioniert ganz gut. Also man bekommt auf jeden Fall den losen Rost hier runter. Man kann dann gucken, was noch übrig bleibt. Das hier kommt auf jeden Fall auch noch raus. Das ist nur so ein extrem dünnes Blech hier. Einfach nur für den Luftfilter hier. Die Führung. Ja, und so sieht der Radkasten aus. Also das hier muss auf jeden Fall alles raus hier. Dann überlege ich, wo ich am besten Cut mache. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier original ist oder ob hier tatsächlich schon mal was reinkam. Weil die Kante sieht mir irgendwie so nicht original aus. Aber das wird dann wohl auch ungefähr meine Schnittkante sein. Ich muss mal gucken, wie groß so ein Reparaturblech ist. Wie weit das hier reingeht.
Nun gut. Da kommen wir dann auf jeden Fall später zu. Da müssen wir auf jeden Fall einiges schweißen. Das mache ich dann aber alles von der Seite bzw. von unten. Jetzt geht es erstmal wirklich hier drum, dass wir das entrostet bekommen. Aber Leute, Nagelentroster ist nun auch Bestandteil meiner Werkstatt hier und macht sich echt gut. Also den losen, groben Rost kriegt man damit auf jeden Fall runter. Muss man natürlich noch ein bisschen nachbearbeiten, was ich vielleicht mit der Drahtbürste oder Drahtbürstenaufsatz für Bohrmaschine, Flex, keine Ahnung. Und dann natürlich Rostlöser wird den Rest dann vom Rost beseitigen. Auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter. Ihr seht schon, ich habe schon mal ein paar Kabellagen rausmontiert. Jetzt muss ich den Dieselfilter noch ausbauen. Dann werde ich hier ein bisschen Blech noch raustrennen für die neuen Schläuche bzw. Rohre. Ich würde mir gerne dann die Edelstahlrohre holen, werde ich einen neuen Halter bauen, dass man das hier einhängen kann, weil das Blech hier, das werde ich alles großzügig raustrennen. Außerdem das Batteriefach hier, das soll auch raus, komplett. Da werde ich mir entweder was Neues bauen, eine schöne Halterung, wo dann die Batterie näher drauf sitzt, dass der Motorraum einfach schöner wird. Mit dem Blech hier oben weiß ich auch noch nicht so recht, ob ich das hier wegcutte. Ich glaube, hier werde ich einen Schnitt machen, dann kommt hier ein schönes Kantenprofil drauf, beziehungsweise so ein Kantenschutz drauf. Die, weiß ich nicht, irgendwie gefällt mir das hier nicht so. Das ist übrigens noch relativ baugleich mit den normalen Bussen, nur dass hier hinten das Stück noch fehlt, wo dann ja die Motorklappe drin ist. Da haben sie das bei der Doka hier einfach drin gelassen. Nun gut, wie gesagt, ich möchte das gerne ein bisschen schicker haben. Deswegen werde ich die Kante entfernen. Vielleicht schweiße ich mir das auch noch ein bisschen um oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall muss der Kasten hier noch raus, dann werden wir das hier alles noch entrosten. Und hier drin sieht es aus, ey. Huh, ist auch übelste. Ich dachte eben, hier ist ein Regenwurm drin, aber das ist eine Dichtmasse-Schlange. Und hier können wir dann auch gleich mal mit dem Nagelroster, oh, wie sage ich mal Nagelroster, Nagelendroster lang gehen. Ich hoffe, hier ist noch nichts durch, ey. Das ist nämlich der Träger hier. Und der sollte im besten Fall nicht durch sein. Das Blech, wie gesagt, erstmal raus. Ist auch wirklich nur so ein dünnes, eingepunktetes Ding hier. Das fliegt jetzt komplett raus. Und dann geht's auf der Seite hier weiter. Das hier alles noch entrosten. Alles mit Rostumwandler noch behandeln. Das wird jetzt schon da alles eingepinselt. Und dann gleich mal gucken, ob das hier auch schon irgendwo durch ist. Das sieht hier noch ganz human aus. Hier hinten die Ecke ist tatsächlich auch schon durch. Aber hier die Kante ist genauso wie auf der anderen Seite. Also es scheint original zu sein hier. Wo die Bleche so übereinander gehen hier. So Leute, ich weiß gar nicht, wo wir als letztes stehen geblieben sind. Ich habe jetzt durchradiert hier die letzten Tage. Ich glaube, als letztes haben wir hier die Bleche rausgetrennt. Auf jeden Fall, Leute, seht ihr es? Ich habe hier schon großzügig mit Rostschutzfarbe alles ja, behandelt. Hier unten ist noch relativ frisch, deswegen glänzt das noch ein bisschen. Aber hier oben ist ja schon mal alles gut durchgetrocknet. Ja, gut Dreck gemacht auf jeden Fall. Bei solchen Arbeiten geht natürlich richtig Zeit ins Land. Das ganze Geschleife, dann Rostumwandler, jetzt ist hier die Rostschutzfarbe drauf. Muss natürlich alles auch ordentlich durchtrocknen, bevor man hier weitermacht. Über die Schicht Rostschutzfarbe kommt jetzt nochmal Rostschutzfarbe und dann kommt der grüne Lack hier drauf, dass wir hier alles wieder schön grün haben. Hier unten musste ich ein Stück Blech raustrennen, weil das wirklich schon vom Rost sehr zerfressen war. Aber wir müssen ja sowieso näher hier alles noch schweißen. Das machen wir ja alles von unten. Dann kommt hier ein neues Blech rein. Außerdem hier hinten sieht man es, die Seitenwand muss auch neu. Deswegen habe ich hier schon mal den Träger freigelegt, dass wir den hier schön anschweißen können. Ja, auf der Kante hier wollte ich dann gerne so einen Kantenschutz machen. So einen schwarzen, man kennt es glaube ich. Irgendwo lag hier auch so ein Stück rum. Sowas hier quasi würde ich dann gerne hier einmal ringsrum machen, dass wir hier einen schönen
Abschluss haben. Außerdem die Kante hier auch sehr scharfkantig, deswegen hier auch nochmal einmal schön den Kantenschutz rum. Ja, hier haben wir jetzt ein großes Stück Blech rausgetrennt. Hier unten ist auch nochmal ein Träger. Also es ist nochmal versteift, es ist jetzt nicht wabblig oder so. Aber ich überlege trotzdem, ob ich hier nochmal eine Versteifung reinschweiß. Einfach ein Winkelblech oder Vierkant. Mal gucken. Hier drüben, wie gesagt, das ist noch frisch, nicht wundern, habe ich den Dieselfilterhalter gelassen. Also hier soll nachher auch auf jeden Fall wieder der Dieselfilter hin. Denn kommt hier nachher natürlich auch wieder der Ausgleichsbehälter hin fürs Kühlwasser. Da muss ich mir dann aber einen anderen Halter bauen, weil ich ja jetzt hier das Batteriefachblech weggenommen habe, weil ich die Batterie gerne woanders hin haben möchte. Entweder mache ich die hier rein, baue ich mir auch noch einen schönen Halter. Das muss sowieso noch raus, das Blech hier. So, dass man vielleicht sogar von oben an die Batterie rankommt. Wäre, glaube ich, ganz geil, wenn man hier einfach näher die Klappe hochmacht und da dann an die Batterie kommt, um einfach mehr Platz zu haben näher für die Ladeluftverrohrung, Luftfilter. Eventuell, wie gesagt, überlege ich, ob ich einen Wasser-Ladeluftkühler baue. Der braucht natürlich auch einen Haufen Platz. Und deswegen würde ich gerne die Batterie versetzen hier rein. Wie gesagt, der Platz ist ja da, völlig ungenutzt. Hier ist nur noch das Rücklicht drin. Die nächsten Schritte sind dann auf jeden Fall diese Bleche hier tauschen, also hier großzügig rausschneiden. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite, ihr habt es ja gesehen. Dafür muss ich dann natürlich noch Bleche bestellen. Das geht natürlich wieder ein bisschen ins Geld, aber muss auf jeden Fall gemacht werden, Leute. Ja, heute schon wieder Dienstag, Leute. Morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs. Das heißt, ich schaffe hier quasi gar nichts. Deswegen muss ich heute das Video schneiden, für euch morgen hochladen. Deswegen machen wir einen kleinen Cut. Aber geht natürlich dann nächste Woche hier munter weiter, Leute. Wir sind einen Riesenschritt weiter. Der Motorraum hier nimmt langsam Form an. Wie gesagt, wir machen das jetzt alles noch grün, damit es einheitlich alles wieder schick ist. Achso, und außerdem hier der Träger hier. Den muss ich natürlich auch noch einschweißen, damit ich mir noch was einfallen lassen. Ob ich da sogar den Träger nehme, den ich hier rausgeflext habe, ob ich den dann näher hier einsetze. Das gleiche auf der anderen Seite, dass wir hier nochmal erstens ein bisschen Stabilität reinkriegen, zweitens optisch ein bisschen schöner wird und drittens, wie gesagt, brauchen wir näher eine Auflagefläche für die Klappe bzw. die Seitenplatten. Mal schauen, könnte ich wiederverwenden oder ich hole mir ein neues Vierkantrohr oder sowas. Mal gucken. Genau, Leute, das wäre es erstmal von diesem Video. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen hält. Vielleicht habt ihr sogar noch irgendwelche Tipps, wie man irgendwelche Halter bauen kann oder was weiß ich, wo man noch irgendwo was verstecken kann. Wie gesagt, Verrohrung. Oder wenn euch was auffällt, was ich gerade gar nicht auf dem Schirm habe, was ich auf jeden Fall noch irgendwie umsetzen muss vorher, bevor der Motor näher hier reinkommt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, Leute. Wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Adieu. Abo nicht vergessen, wenn ihr noch keins habt. Ciao.